So, gehen wir. Wir gehen jetzt wandern. Voll die schöne Strecke. Bisschen hoch, aber ist okay. Wie lange geht die Wanderung? 4 Stunden. Nein, 4 Stunden sind es nicht. Es sind 1,5 Kilometer hoch und 1,5 Kilometer runter, richtig? 4 Kilometer hoch. 4 Kilometer hoch? Ja. Willst du mich verarschen? Alter, ich dachte weniger. Alter, was sind das hier für Pilze? Also, was sind das hier für Pilze? Fast 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Was ist das für ein Pilz? Ja, okay, gut. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Kann ja niemand sagen, was das für Pilze sind. Ob die essen sind, auf dem Rückweg können wir sie dann einsammeln. Nein, ich werde das Video erst später hochladen. Ich glaube, wir haben hier kein Netz. Okay. Ich glaube, Marcel hat da was gefunden. Und? Was ist das? Das ist wahrscheinlich so ein norwegisches kostenloses Ding zum Einkehren. Sich ein bisschen warm machen. Boah, ich bin komplett aus der Puste. Ich kann nicht mehr. Und dann drehen wir uns so um und sehen das. Wow. Eintragen? So Wanderbuch? Ja. Cool. Hast du gemacht? Ja. Dann gehen wir weiter. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir nicht wissen, wo es weitergeht, weil das sieht sehr gefährlich aus. Ja, wir müssen tatsächlich diesen Weg hier hochgehen. Ganz schön steil. So, es ist sehr windig. Wir haben diesen Stück Waldweg geschafft. Jetzt sind wir auf dem Berg. Und wenn man denkt, man hat es geschafft, nein, hat man nicht, weil wir dort auf diese Spitze dort gelangen müssen. Dahin. Um zu sehen, was da drunter ist. Ja, ist noch ein weiter Weg. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Hier weiter. Weiter, weiter. Noch bis zur Spitze. Wir haben es fast geschafft. Nee, das ist kein Wal. Das ist nur ein Stein. Aber wir sind angekommen. Juhu! Oh mein Gott! Nein, wir laufen nicht noch bis zur Spitze. Vielleicht Marcel, wenn er Bock hat, kann er das machen. Die Leute da hinten machen es auf jeden Fall. Aber die Aussicht hier ist auch wunderschön. Er kann ja mit seiner Drohne zu der Spitze da fliegen, von mir aus. Aber wir wandern kein Millimeter weiter. Ich bin tot. Toter als tot. Morgen werde ich nicht aufwachen, ich werde auferstehen. Und ich werde die Muskelkater des Todes haben. Aber wenn du dich auf die Spitze da oben stellst, kann ich von hier aus ein echt cooles Foto machen. Willst du? Nein. Nee, Marcel will auch nicht weiter wandern. Schade. Ist echt schön hier. Wisst ihr, was wirklich cool ist? Wenn man hier weiter lang läuft, dann spaziert man auf so einem, ja, auf so einem Kamm. Und es ist manchmal so, als ob man auf einem Drachenrücken läuft, oder? Wenn es hier so steil bergab geht und da so steil bergab geht und man hier lang läuft, sieht das, glaube ich, schon sehr cool aus. Okay, reicht. Du kannst jetzt vorgehen. Erzählt. Was habt ihr so gemacht? Hm? Katzis. Ja, wir sind eigentlich schon längst von der Wanderung wieder zurück. Hallo, ich erzähle gerade. Ja, bitte. Anscheinend nicht. Anscheinend erzähle nicht ich gerade,
sondern meine Nachfolgerin. Ja. Okay, also, wir haben hier geparkt, hier soll wieder so eine coole Toilette sein, witzigerweise, und wir waren heute irgendwo da oben, irgendwo da so, weil wir haben auch diese coolen Berge gesehen, die da hinten sind. Ja, Katzi sehr müde, hier dieses Kätzchen ist so müde. Und dieses Kätzchen auch so müde? Ja. Oh, je, je. Und wir werden jetzt erstmal Abendessen kochen. Ja? Erstmal müssen wir abwaschen und dann Abendessen machen. Katzis. Guja, guck nicht so. Aber Leute, ich sag euch eins, das war die Höllenwanderung schlechthin. Also die Beschreibung als einfach finde ich sehr unpassend. Das war sehr schwierig, sehr rutschig, total schlammig, wässrig, gefährlich. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Und wenn wir das gewusst hätten vorher, wären wir nicht hingegangen. Und ja, die Aussicht war mega schön, aber die Wanderung absolut nicht empfehlenswert. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur Luschen. So, wir essen jetzt. Für mich gibt es so einen veganen Burger-Bun mit ein bisschen Salat und alles, Avocado. Für Marcel dasselbe, nur nicht vegetarisch. Katzi, ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist, nachts spazieren zu gehen, wenn hier noch Autos stehen und fahren. Verstehst? Wir waren doch heute schon ganz viel. Ja, wir waren ganz viel. Aber ich verstehe, dass du nochmal möchtest. Ja. Morgen gehen wir wieder ganz viel spazieren, okay? Suchen wir uns wieder ein schönes Wäldchen, wo wir ganz viel mit dir laufen können. Was hältst du davon? Ist okay? Sollen wir Apollo fragen, ob er raus möchte? Apollo? Apollo. Apollo schläft. Er schläft sehr viel, aber das ist normal. Apollo schläft auch zu Hause sehr viel. Er kuschelt nachts ganz viel mit uns. Und schläft hier auch ganz viel. Ja, Apollo ist halt eine gemütliche Schlafmützenkatze. Cosmo ist halt ein halber Bengale und er ist sehr aktiv. Das ist dann wiederum was anderes. Ja. Er muss ausgelastet werden, aber nicht zu viel. Nicht zu viel, sonst fängt er an zu hecheln. Im gesamten Urlaub bisher, wir sind ja schon seit 3 Wochen ungefähr unterwegs, hat er nur einmal gehustet. Und zumindest als wir da waren. Ich denke nicht, dass er jetzt, dass er nochmal gehustet hat, als wir nicht da waren. Wenn er nach jedem Mal, wenn er gehustet hat, hat er so eine krächzende Stimme und die hatte er nicht. Nur das eine Mal, als er da vor uns gehustet hat. Also das heißt, er hustet nur noch einmal in 3 Wochen. Vielleicht sogar nur noch einmal in 4 Wochen. Das ist schon viel besser dank der Medikamente. Früher hat er alle 3 Tage gehustet. Aber, und wir dachten ja, das ist Asthma, aber das war kein Asthma. Das war eine Fehldiagnose von einer Ärztin. Ja, und so wurde sein HCM festgestellt, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass er immer wieder hustet. Und dann bin ich nochmal mit ihm zum Arzt, eigentlich wegen, weil er so viel am Rasen kaut, weil ich mir dachte, das ist doch komisch auch, dass er so viel Rasen kauen möchte. Und da hat der Arzt ihn abgehört und festgestellt, dass er HCM hat. Also, dass er ein Herzgeräusch hat, dann haben wir Ultraschall gemacht. So, und dann kam die Diagnose. Aber mit den Tabletten, die heißen Bene 14 bei uns, ist es schon echt besser geworden.